Jo Leute, herzlich willkommen zur nächsten Runde oder zwei. Dieses Mal mit X. Ich will, glaube ich, Vanguard in dem Spiel. Ja, macht schon Sinn. Face Boots. Dagger, wir haben nur zwei Rüstungen. Sollte ich unbedingt auf Protection kaufen? Ich will keine. Ich will keine Twanks kaufen. Gott, ich brauche gerade viel zu lang, ne? Mal so hier auf jeden Fall. Ah, ich hole den einfach. Ich denke, der ist es wert. Gegen die. Ja, ich nehme noch einen Quelling mit. Hä? Hallo? Ich hatte voll den Delay gerade. Ey. Hallo? Jetzt? Was? Och, Leute, ey. Na komm. So kann man sein Itembild auch verkacken. Ich habe jetzt den dritten Branch geholt, weil ich dann Tango damit benutzen kann. Ich wollte natürlich jetzt noch was anderes holen. Aber. Ich wurde gerade. Ich glaube, Hackerman ist im Spiel. Was ist das denn für ein Start in die Runde? Richtige Scheiße. Ich habe schon keinen Bock mehr. Ich hätte versuchen sollen, das andere zu verkaufen oder so. Ich hatte einfach irgendwie. Ich konnte ja auch laufen und alles. Ich konnte es nicht verkaufen. Es ging nicht. Außerdem dachte ich, am Anfang hat man mehr. Hat man 30 Sekunden oder so Cooldown, bis man es nicht mehr verkaufen kann. Egal, wir haben ganz viel Gold verloren, ich bin getriggert. Jetzt ist es, wie es ist. Wir versuchen irgendwie klarzukommen. Ich könnte damit natürlich noch einen Soul Ring oder sogar einen Buckler einfach kaufen. Ah, eher einen Soul Ring. Eine Urn, so ein Mittel hier. Oh, das war, glaube ich, nicht so geplant. Scheiße. Es läuft nicht. Es läuft nicht. Ein Creep ist stehen geblieben. Den würde er leider kriegen. Das war ein bisschen unglücklich, der Tower hat nicht genug Schaden gemacht, aber ich habe es genau richtig gemacht. Der Tower hat die gegnerischen Creeps beschädigt, während ich bei mir das eben nicht hatte, das Problem. Da war es schon wieder. Irgendwas stimmt nicht. Und somit greift der Range-Creep die ganze Zeit an. Genau, jetzt tradet er. Nice, wir bekommen ihn. Die müssen allerdings auf meinen. So, dann geben wir einen Creep damit auf. Er musste da Blood White machen. Leider bin ich noch nicht Level 2. Das ist gerade so ein bisschen mein Problem. Okay. Keine Ahnung, ich dachte, er stirbt. Habe ich mich einfach verschätzt. Ich glaube, er hat viel Leben bekommen durch Blood Rite, ne? Vielleicht war es das. Ich glaube, ich habe mich einfach hart verschätzt. Ich war mir relativ sicher, dass wenn ich sterbe, dass er davor stirbt. Es war einfach ein krasses Missplay. Heftig. Oh Mann. War auch nicht, dass ich es jetzt wegen dem Fauxpas am Start total gut machen wollte wieder oder sowas. Und mich zurückkämpfen wollte. Es war wirklich einfach komplette Verschätzung. Ich habe ja auch gespinnt. So, ne, sowas nicht. Er hatte keinen Wand. Das hatte ich extra gecheckt. Verrücktes Ding. Die Lane lief eigentlich. Hab mich lastertechnisch auf jeden Fall mal solide geschlagen. Jetzt wird's entsprechend schwieriger. Ich skill hier Spin auf 2, weil einfach so viele Summons und alles hier rumrennen. Ja, sollte. Er hat keine Heilung mehr. Das heißt, er ist jetzt dauerhaft gebufft. Der Bloodseeker. Ja, First Blood hat viel gemacht, keine Frage. Oh, wie ich geblockt wurde von den Creeps. Richtig bitter. Und sein Bonus-Movement-Speed natürlich, ne? Gibt ihm jetzt
fette Vorteile. Spelling war ich, brauche ich auf jeden Fall gegen den Prophet in dem Spiel. So. Holen wir uns einen Ring, der Shaker ist gerade eh nicht da. Ja, jetzt müssen wir diszipliniert bleiben. Akzeptieren, dass ich die Lane verloren habe durch die Aktion. Und rausholen, was geht. Das ist der Plan. Vom Pullen abhalten, wenn möglich. Wirbel, du Sau. Ich glaube, ich skill Hunger auf 2 tatsächlich. Oh, wir haben ihn. Leider habe ich den Kill nicht bekommen. Aber egal. Puh, schön gespielt vom Shaker. Er musste das genauso machen, wie er es gemacht hat. Und dann hat es gereicht. Oh, ich bin ein starker Laner mit Axe, ne? Also, ich sollte die Lane auch, wenn möglich, gewinnen. Geh jetzt als erstes Vanguard. Aua. Haben wir schon wehgetan. Hier hätte ich vielleicht einen Branch benutzen sollen. Aber wir haben Ring of Health, wir haben Vanguard. Nee, eigentlich nicht. Das passt schon. Nehmen wir das da, zack. Faceboots als nächstes, bisschen Armor, bisschen Movement Speed und so ein Zeug. Ich glaube, ich bald bei dem am Anfang geplanten Item-Bild. Wie geht es euch? Ich frage nur, um nett zu wirken. Denn ich höre eh nicht eure Antwort. Achso, ihr könnt es in die Kommentare schreiben. Schreibt mal in die Kommentare und liked auch mal das Video, Leute. Voll geil von euch. Supportet den Algorithmus für den alten Boomer Henry. Ist es Zeit für nächstes Level 3 Spin? Ich hätte vielleicht nicht mit lange auf 2 Skin sein. Call wäre jetzt schon mehrfach ganz gut gewesen, weil er halt mit Fischer so wichtig ist und so gut ist. Wirbel. Scheiße. Ich bin so ein Battlehunger-Fan, ich mag das einfach gern. Den Spell. Und ich bin voll froh, dass mir Ex mal wieder eingefallen ist. Weil ich den nicht so lange nicht gespielt habe. Okay. Nice. Miss Micro aus der Hölle von ihm. Ja, eigentlich sollte ich einen Magic Wand noch kaufen, fällt mir gerade auf. Scheiße. Zwei sind gestorben oben, PA und Dingens. Karl will helfen. Der hat zu viel Sustain gegen meinen Harass, ist ein Blattseeker. Ich kann sowas machen wie diesen Range Creep Deny holen zum Beispiel. Ist immer ganz nice. Ich glaube, er kriegt unsere nämlich nicht, weil es wieder die Tower-Situation war. Wenn man da die Creeps zu sich zieht, ist er eben gezwungen, sie auch zu seinem Range Creep zu ziehen, aber dabei ihm der Tower steht, sterben die eigenen, also meine Creeps zu früh, als dass sie ihn denybar machen. Das ist immer ganz nice. Wenn man nicht Pech hat und er war doch denybar. Das muss aber sehr knapp gewesen sein. Jetzt will er hier unbedingt einen Creep stibitzen. Obwohl Bettlange eigentlich gar nicht so viel Damage macht. Nicht gespinnt oder was? Er hat Rupture. Doch wenigstens ein TP. Kriegt er. Schade. Wenn sie mich jetzt sehr gut ganken, könnte ich sterben. Aber so ist es mit Rupture. Ich kann jetzt auch nicht deshalb plötzlich unglaublich defensiv spielen oder sowas. Ich werde nach wie vor hier Waves holen, so gut ich kann. Und sie jemanden dazu zwingen, mich abzuholen. Sollen sie nur kommen. Muss Mana Region, oder? Ja. Ah, vielleicht sollte ich es trotzdem abgeben, das ist nicht gut auf mir.
Ja, Zeit Call hoch zu skillen. Ah, da ist er. Enigma kommt auch. Zeit zu gehen. Void Spirit kommt auch. Prophet ist auch am Start. Schöner Ward da. Obwohl ich in der Situation, wo keiner mehr auf der Map war, wahrscheinlich sowieso gegangen wäre. Die PA geht nach da, ja, okay. Ich habe extra gewartet, in welche Richtung sie geht. Wenn sie runtergegangen hätte, ist es jetzt nicht angetan. Weil die muss, glaube ich, aufholen. Die hatte kein so gutes Spiel, die PA. Sie hat. Naja, doch, 2-1. Ich dachte, sie steht schlechter. Ah, da geht es gerade darum, dass sie nicht viel hat. Ja, just try to farm a bit, it's fine. Oh, ich dachte gerade, er zieht mich. Hab mich mega erschreckt. Geil, sie haben den Blattsekunden getötet. Leider kann ich jetzt da nicht hintippen, das ist ein bisschen unangenehm. Also ich will natürlich noch Dagger haben, aber auch mit dem Item, was ich jetzt habe, sollte ich kämpfen. Ist halt schwer, ich bin unten dem Mega-Gank ausgewichen. Und der Kampf war ja noch okay unten. Komm mal, 2 TPs. Prinzipiell bin ich durchaus gewillt, mich da wieder anzuschließen. Guck mal, ist ja nett von Tyson. Der Javelin. Also er hat was, er hat da. Ja klar, die Lane war mittel. Oh scheiße. Ich bin tot. Haben sie mich tatsächlich da gesehen. War zu unvorsichtig. Weil normalerweise bei 10.30 ist hier nicht mehr unbedingt ein Ward, aber sie haben wahrscheinlich einen zweiten gestellt, weil sie die PA da wegdominiert haben. Und das ist natürlich genau das Timing. Meine TPs sind gerade erst am Ankommen. Ich könnte aber gegen die eh nicht raustippen. Also ich bin gegen die Konstellation bin ich tot. Ich habe den Call gemacht für mehr Armor. Der läuft jetzt aber gleich aus und dann werde ich zerschmelzen. Vielleicht bin ich noch ein bisschen. Aber ist schon bitter, ne? Ich hätte hier locker zweimal mehr wirbeln können. Und hätte ich zweimal mehr gewirbelt, dann, ja, hätten sie zumindest aufpassen müssen, sage ich mal. Auch, dass er den Last Hit bekommt. Obwohl, nee, hat er nicht. Hat er nicht. Kriegt Blattsieger mittlerweile immer ein Leben davon? Ich glaube, wenn er in der Nähe ist, kriegt er irgendwie auch oder so. Keine Ahnung. Ach, doofer Kill. Also doofer Tod. Ich wollte nicht sterben. Gegen Rapture stirbt man halt, wenn ein Stunner dabei ist. Auch mit dem Ex. Ich dachte nicht, dass sie mich da sehen und das war dumm. Weil ich hätte damit rechnen können, dass sie da nochmal Vision aufbauen. Wir bleiben oben, tatsächlich. Ist okay. Ich bin eh der Einzige, der da stehen kann. Alle anderen gehen da komplett unter. Und CK muss dann immerhin herkommen. Oh, das war bitter. Wave. Wir farmen ja trotzdem schnell. Unsere Farmrate ist ziemlich solide. TP-Cooldown, ich darf da nicht zu lang bleiben. Ah ne, das sollte ich nicht machen. Wir gehen hier hin. Kurz die Enigma checken. Kein Dagger oder so bisher. Auch noch recht früh. Support Enigma, nur 3. Aber der kann man nie wissen. Manche Enigmas. Denkst du die ganze Zeit, ach, die hat kein Gold und von 0 auf 100 ist sie plötzlich unglaublich reich. Ne, ich muss hoch. Die Wave will gefarmt werden. Wenn sie mich unter den Tower diven, kann ich auf Support hoffen. Ich denke eher, dass ich einfach die Wave jetzt kriege und er genau in den Jungle geht. Leider kein TP. Ah, wir haben den CK. Your middle tower is under attack. Ah, fuck. Das war so knapp. Ein paar leckere Eidolons immerhin. Ein Wermutstropfen. Bald habe ich Dagger. Ich gehe danach noch Blade mehr, ich will noch Blade mehr haben. Ah, ich hätte ihn fast aufgehalten. Aber die PA hat ja eh überlebt. Insofern, mein Gott. Wenn ich Dagger habe, kann ich auch unten viel machen. Vanguard hat sich sehr ausgeteilt. Also ich bin zufrieden mit dem Vanguard.
Und ich hatte ehrlich gesagt gehofft, dass ich das Deck etwas schneller kriege. Ich bin, glaube ich, einfach nicht so gefarmt, wie ich denke. Mein Farm ist überschätzt. Was wollen sie da unten? Die Mad-Golems gehen von selber weg. Ja, da oben meine ich. Den haben sie auch. Also man muss sie nicht unbedingt farmen. Ich sollte Call hochskillen, anstatt Mana Region. Für die Dagger. Momente. Es ist aber ganz wichtig, dass man in so einer Situation wie jetzt sich zusammenreißt, obwohl ich Ex bin. Und zumindest darauf fokussiert bleibt, das Dagger zu bekommen. Wenn man irgendwas anderes macht. Ja, schönes, spannendes Spiel. Letzter Zeit viele Runden gehabt, die sehr in eine oder andere Richtung gingen mal wieder. Dieses ist bisher eine Ausnahme, was das angeht. Jetzt sind die nicht gestorben, Alter. I have dagger now. Attack! Taste my blade. Da sollte ich. Ich krieg ihn, glaube ich, nicht allein. Prophet is TPing, maybe on Monkey. Enemies need killing. Da kommt noch Blattseeker. Oh, ich wollte noch den Berserker Skull abbrechen, der war unnötig. Dann hätte ich den jetzt hier besser verwenden können. Ja, hat mein Ding zerbrochen, aber ist egal. Hab's gut. Was denn nur Illus? Doch nicht! Leute? Junge! Der hat sich so bewegt, als wäre nur Illus, weil er gemerkt hat, er ist eh tot. Das war voll der Megatrick irgendwie, falls das so gemeint war. Was übelst der Trick. Er hat dann. Also, ich hab's in dem Moment eh gemerkt, als er gestunt hat, insofern. Das war genau der Kampf, den wir brauchten. Nice. Nimm die Wave. Ich gehe jetzt die Mana dazu anstatt Culling auf 2. Ah, so knapp. Vielleicht haben wir das Dance nicht gut gechained, keine Ahnung. Ja, sind aber zu viele. Nice, wir haben ihn mit Culling Blade noch gerade so geholt. Ich hätte noch einkaufen sollen, aber egal. Das war schon gut. Ich bin froh, dass der Monkey noch dazugekommen ist. Es sieht aus, als würden wir auch den CK noch kriegen können. Ach, schön. Das war so gut, dass wir den Blattseeker bekommen haben, bevor ich gestorben bin. Das freut mich gerade richtig. Weil jetzt ist so eine Spielphase, gerade in größeren Kämpfen, Rupture auf einen Axe, der dann noch viel aushält, der, wenn ich nicht gesilenced werde, noch mit Berserker's Call begegnen kann für den Melee-Kampf. Und dann überlebt man lange, viel Bonus-Armor. Und das war ganz, ganz wichtig, weil hätte er mich gekillt, hätte er ganz viel Leben bekommen. Ne? Dann hätten wir zum Beispiel den CK niemals mehr erwischt. Auch der Blattseeker wäre ein Projekt geworden. Wenn ich Blade Mail habe, kriege ich den Nature Solo, wenn er in Treants steht. So. Hab just gerade Cooldown. Aber ich gehe jetzt nicht für den Kill oder so, der geht da eh weg. Ich hole einfach den Len. Schnell die Blade Mail fertig kriegen. Der hat sich ja schon ausgezahlt, auf jeden Fall. Das war echt wichtig, als wir es hatten, dann da mitzumischen. Das sah mir aus, als wäre er nicht allein. Das war ziemlich aggressiv. Ich den CK dabei. Ich glaube, jetzt so langsam ist Rupture auch wieder da. Oh, ich sollte ein anderes Neutral nehmen. Ich Horst, Alter. Also nicht das Brigand's Blade, natürlich. Das
Das soll die PA sich gönnen. Wo ist Enigma? Das war also der, der dabei war. Mach ich jetzt so gerne die Blade mal jetzt schon. Bin einen Tick zu spät. Ja, Enigma ist there too. Be careful. Bisschen wirbeln. Genau. Oh, er hat sich abgebrochen mit Boundless. Hier immer mich ruptured, ne? Ein Rupture-Magnet. Oh, mein Crew ist gestorben. Ich wollte gerade sagen, ich sollte auf die Nachten. Guter Remnant. No Mana. I have nothing. Da hat er Blink immer. Naja, for Void Spirit if he would have come back, but he didn't, unfortunately. I would have jumped in then. Kostet das Mana? 25, vielleicht hätte ich sonst irgendwas gehabt. Aber die war ja auch nicht schlecht, die Fake Grenade da. Ach, schade. Aber egal. War ein cooler Kampf auf jeden Fall. Ich meine, Pupil's Gift ist, denke ich, etwas besser als Fake Grenade für mich. Obwohl Bewegungstempo und diese... Ja, die Vision passt nicht so zu mir. Ich nehme mal Pupil's Gift. Bin ich sicher, ehrlich gesagt. Bitter, dass mein Kurier gestorben ist. Ich Blade Mail nicht. Tower ist jetzt down. Wir haben eine PA fürs Late Game. Sie hat mittlerweile Battlefield. Sie hat viel Aufholarbeit betrieben. Ich lasse dem Shaker jetzt, glaube ich, oben den Kram. Fahren wir einfach ein bisschen Jungle. Ist okay. In letzter Zeit will ich immer bei ist okay so sagen. Und es ist eine ganz schlimme Angewohnheit. Ich versuche euch davor zu bewahren. Aber wenn mal ein ist okay so kommt, ja, dann bitte, habt Gnade. Ich weiß, es ist nicht cool. Den kann man schon zerstören. Manche kann man auch dran lassen. Drauf lassen, damit die Gegner es nicht wissen. Aber eher welche, die oben stehen. Okay. Wollte er mir das die ganze Zeit geben? Ich meine, es ist besser als meins, aber. Kurz gucken, Karl hat Orchid. Double Damage. Vision here, I think. Ich glaube, er hat versucht zu rupturen da. Ah, der Batziger ist zwei weg. Vielleicht sollte ich sowas nicht lastet mit Culling. Hat natürlich den Movement Speed Bonus und alles, aber man will ja auch nicht jeden Kill mit X. Schau nicht Counter Helix, verlangen nicht mehr ab. Nehmen wir schau nicht Counter Helix. Endlich ist die verdammte Blade Mail da. Ja, Helbert ist gut, der Vorschlag hier, finde ich. Vielleicht fällt mir noch was Cooleres ein. Schon Bock auf was etwas Cooleres. Da war auf jeden Fall die echte Enigma. Rest is for the dead. Ah, fuck. Schön gemacht von der Willow. Extrem scheiße von mir gemacht. Ja, ah, ich wollte gerade sagen, Black Hole. Bevor ich es sein. Zu spät dran gedacht. Oh! Ich hab nix. Ich wurde nochmal gesilenced. Oh, eigentlich eine schöne Ulti vom Shaker. Ich konnte nichts mehr machen. Ah, weil ich ins Black Hole reingegangen bin. Fuck. Face for PA. Ja, da ein bisschen oft gestorben. Also, das war auch nicht gut von mir. Crimson Guard könnte ich gehen. Ja, Shadowblade finde ich auch nicht so schlecht hier. Lotus Orb ist auch nicht. Linkens ist auch nicht schlecht. Linkens ist tatsächlich ganz nice hier. Was macht Schad? Counter-Helix legt betroffene Gegner mit einem aufzumindenden Schwächungseffekt. Reduziert Angriffsschaden gegenüber X und erhöht die Chance auf einen Counter-Helix. Ist zwar nicht schlecht, aber ich brauche hier was anderes. Na, die Enigma hat jetzt natürlich irgendwie den höchsten Level von den Gegnern. Bin nicht sicher, was ich kaufen soll. Es gibt vieles, was nice wäre. Linkens ist echt ganz nice, aber ach, ich glaube, ich gehe Lotus. Andererseits, wisst ihr so, stellt euch vor, ich habe einen
Ich habe irgendwie so. Ach, schade. Ich habe irgendwie so ein paar richtig geile Reinschmetter-Items später. Nicht so langweilige, ich drück Lotus ob und versuche zu überleben Items, sondern so coole. Overwhelming, Blink, Hard. Ich glaube, ich gehe Shadowblade. Um die geilen Jumps zu finden. Völliger Wahnsinn. BKB ist auch ziemlich nett. Aber sie haben Rupture und Black Hole. Ist trotzdem gut, BKB. Shadowblade ist total bescheuert, ey. Die hängen auch davon ab, dass ich vorne ein bisschen drin stehe. Nee, es ist nicht Shadowblade. Ah. Ich kann mich nicht entscheiden. Soll ich hart gehen, Leute? Ja, mach hart. Ich habe Lust auf was Komisches. Zumindest. Man kann ja nie wissen. Die haben Fokus geswitcht auf die Willow. Schön gespielt. Ah, zu früh. Egal, die sind tot. Ne, geht leider. Ich lasse der PA den Farm. Ich hoffe, dass der Void Spirit noch was probiert. Macht dann nicht. Ich bin so zufrieden mit meiner Hardwahl. Manchmal muss man einfach kaufen, auf was man Lust hat. Es mag nicht das Beste der Welt sein, aber es bringt mir gerade die größte Freude. Wir haben es auch fast. Aber es ist natürlich auch trotzdem stark, also so ist es nicht. Hard ist extrem tanky, ziehen ja durchaus viel Damage auf uns. Und was ich sehe, in erfreuten Augen erspähen, einige Gegner sind noch gefallen. Selbst der Void Spirit ist am Arsch. Killings Brief für die PA. Wenn ich jetzt hier weitergehe, springen der CK und der Prophet auf mich. Was vielleicht gar nicht so schlimm wäre, aber ich zeig mich mal trotzdem nicht. Ich habe ganz viel Rüstung, merke ich gerade. Weil 12 Rüstung durch Held, durch dieses Culling, das macht jetzt Armor. Habe ich natürlich noch total gewusst. Aber so oder so habe ich deshalb mit dem Hard noch viel mehr Effizienz, als ich dachte. Ah ne, scheiß drauf. The Monkey King's gratitude is worth more than gold. Ja, I wasn't sure. Ich meine, ich habe überlegt, der Shaker war in der Nähe und so. Seit den Cunning Mage Stacks habe ich einfach so viel Armor. Da ist hart richtig geil, merke ich gerade. Ist einfach richtig geil. Ronin baitet rein, wie so ein Meister. Die sind Mitte. Sie können mit seinem Dagger. Große Pläne. Ich würde ja gern vor dem nächsten Kampf hart haben. Das hindert das Toggeln. Das macht natürlich mega Sinn. Das mache ich ja immer Culling Blade, wenn ich nur irgendwie kann. Klar. Bonusrüstung für Culling Blade. Ja, noch mehr Bonus. Hier, guck mal, 36 jetzt. Alter, habe ich viel Rüstung. Das ist ja voll krank, ey. Mit hart. Ist mir ja unaufhaltbar. Hä? Ich meine, man muss natürlich auch so eine Items erstmal bekommen, aber ich bitte euch, das ist ja lächerlich. Ich habe 40 Rüstung und gleich, wenn das hart da ist, 3500 Leben. Wir sind bei 26 Minuten. Und ich habe immerhin noch Dagger, also ich habe ein bisschen Mobility. Dann gehen wir Overwhelming als nächstes. Noch mehr Stärke, einfach HP stacken. Können natürlich auch ein bisschen sowas wie Hex oder so kaufen, Shivas. Aber nee. Wir sind einfach ein Panzermaschine. Völlig untötbar. Wenn man sowas sagt, stirbt man immer ziemlich schnell. Mal gucken, ob es mir gleich auch gelingt. Rupture ist zumindest pure Damage. Das würde mich immer noch dahin schmelzen. Oh, war das eine Prophet Ulti? Ich hab's gar nicht gemerkt. Hätte vielleicht zwei Clarities nehmen sollen. Ich habe ja auch die Mana Region geskillt. Gehen wir schnell runter. Oh, der Bash! Ah. I'm coming, go. Ich bin untötbar, kann mich nicht töten. Oh, die Fischer. Puh.
Und man hat da noch eine Cursed Horn auf den bekommen. Oh, scheiße. Ich hab mich natzen lassen. Ich hätte nicht deckern sollen. Ich dachte, dass er zurückspringt, sonst hätte ich ihn noch aufhalten können. Er hat sie trotzdem getötet, aber ich hätte ihn aufhalten können. My bad. Ich fühle mich so untötbar, dass ich vergesse, dass meine Teammates töten, sterben können. Komm, den hinten mal jetzt. Easy. Oh, Hearts into Overwhelming Blink. Oh Mann, ich brauche ein bisschen Mana. Ich glaube, ich kaufe danach Octa-Core. Ich gucke mir auch Aghanims nochmal genauer an. Das ist so ein Spiel, wo ich einfach sehr viel habe. Deshalb kann man sich sowas, denke ich, erlauben. Neutrals. Oh ja, Blastwick ist doch ganz gut. Obwohl es Armor gibt, ne? Armor brauche ich nun echt nicht. Ah, ich denke, es ist besser als Dragon Scale. Ja, ist mit Sicherheit. Da wird gekämpft. Ich wollte eigentlich noch kurz meinen Clarity abwarten, sonst habe ich wieder Mana-Probleme. Aber gut. Ist sehr tief, die PA da. Oh, in den Remnant gedaggert. Die Blade Mail. Ich glaube, er hat versucht, mich zu töten. Ich hab mal wieder keinen Mana. I had no mana. Weiß das nicht mehr, vielleicht habe ich es auch einmal verkackt. Ich glaube, einmal hatte ich Dagger und habe es auch irgendwie versucht, mich so ein bisschen verklickt, aber ist ja egal. So, wir gehen jetzt Base. Okay. I have some mana issues, guys. I'm sorry. Fights are long. I can't do spells anymore. Cut and run. Yeah, yeah. I used clarity when I went in. Fight was so long. Ich bin so fett. Ist unfassbar. Good day to fight. Guck mal hier, Tom. Schneller 25, kein Problem. 25. Was kriege ich denn da? Rüstungsmultiplier für Battlehanger? Ich verstehe das alles gar nicht. Wirkungsbereich für Berserker's Call nehme ich, glaube ich. Und was macht Aga? Berserker's Call wirkt Battlehanger auf betroffene Einheiten. Reduziert Abgelenkung von Berserker's Call. Reduziert nun auch die Rüstung des Ziels. Ah. I see. Ja, ich meine, schlecht ist nicht, aber wir kaufen anderes in dem Spiel. Wir kaufen auf jeden Fall anderes in dem Spiel. Ich glaube, ich will Shivas als nächstes, aber es ist so doof. Nee, ich habe zu viel Armor für ein Shivas. Das ist Quatsch. Irgendwas. Ach doch, Octa-Core war der Plan. Ja, doch, doch. Alter, der Octa-Core. Der ist es nämlich. Es ist bestimmt ein Octa-Core. Ich würde eigentlich gerne das jetzt. Na gut, ey. Jetzt haben sie den Blattseeker da gefunden. Er sollte tot sein. So ist, dass ich jetzt hier gerade bin, natürlich. Zeitgleich, wo ich TP'd habe. Extra eine Weile gewartet. Ich hätte jetzt auch nichts gebraucht, sofort loszulaufen. Ich bin zu weit weg. Ich nehme den Wirkungsbereich. Das andere wäre vielleicht auch gut gewesen. Mit dem Bettlanger Rüstungskram. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das erst mit Aghanims effizient ist. Da ich mich gegen Aga entschieden habe. Ja. Vielleicht komme ich da noch ran. Das hat jetzt so lange gedauert. Trying to come. I'm there almost.
Nice, schöner Wäsch. Kein Stack bekommen. Schwierig mit der PA. Aber ich sag mal, wir haben genug Rüstung. Das macht ja übelst Bock, ey. Mit den Items der Hell. Ja. Go, go. Gönn dir. Ich nehm keinen Schaden. Viel zu tanky. Oh, und sie haben den CK unten. Noch halten Gegner dagegen, aber es sieht natürlich immer besser aus für uns jetzt. Ich nehme auf gar keinen Fall Aegis. Oh, der Call! Hm, schade. Ich glaube, er hat ein bisschen wenig gekrittet. Ich habe ihn geslowt, aber ob das reicht? Vielleicht hätte ich sie da nicht sterben lassen sollen. Ich bin so tanky. Dieser Reflex mit Rupture rauszugehen. Aber der Berserker's Call! Ich wusste, er jumpt rein. Ich wusste es einfach. Mich stört, dass dieser Platz da noch so frei ist. Da muss unbedingt ganz schnell ein Octa-Core hin. Wir haben Aegis verloren. Let me have Illus, please. Das ist so gut auf X. Sollte niemand anderes nehmen. Fahren damit hier. Schön Gegnerwald. Die sollen mich angreifen. Hier wurde gefarmt. Was ist los? Das ist der echte, glaube ich. Nee, ist es nicht. Travels wären mittlerweile auch ganz gut. Ich fische aber gut, aber ich komme einfach nicht dahin irgendwie. Ja, gutes Dagger. Oh, ich hab's noch benutzt. Ich wollte es nicht benutzen. Fuck. Ist versaut. Ich wollte Culling nicht benutzen. Ich war mir recht sicher, dass ich es nicht benutzt habe. Wir halten auf, aber der kriegt trotzdem ganz viel Kills. Oh, easy. Er hatte kurz Zeit, sich zu bewegen. Das war creepy. Oh, ich wollte noch rausgehen, Schwein. Ja, Mist. Jetzt werde ich gesized und kann nicht callen. Aber es ist nicht so wichtig. Ja, okay. Berserker's Call brauche ich nicht. Das ist völlig egal, wenn sie mich angreifen, sind sie einfach tot wie bei Lex. Ich muss gehen. Ich beschütze dich. Nicht mehr lang. Jetzt bin ich gleich tot, jetzt haben sie mich gleich. Okay. Immortal. Aber es stimmt. Ich hab's auch schon die ganze Zeit gemerkt. Es ist einfach komplett lächerlich. Ich bin bald Level 30. Und ich hab viel zu viel Rüstung. Ich hab viel zu viel Rüstung. Ich bin auf hart gegangen. Ich sterb nicht. Jetzt kaufen wir einen Octa-Core. Damit haben wir endlich dann die wertvolle Mana-Region.
Ja, der Prophet ist komisch. Es gab sogar Momente, wo selbst ich dachte, jetzt könnte es langsam knapp werden. Und ich war sehr überzeugt von meiner Tankiness. Und habe mich aber auch dann eben total vertan. Also ich hatte dann immer noch, weiß ich nicht, 1000 Leben. Mindestens. Und da haben sie schon rausgepulvert, was sie alles hatten. Oh, unten. Also ich habe mein Fenster auf, weil es so warm ist. Und da wurde gerade richtig geschrien. Und ja, unten bei mir. Ist eigentlich eine sehr friedliche Gegend. Oh, schnell die Sau. Schnell, schnell. Mir gefällt das irgendwie auch. Das ist gar nicht so schlecht mit der Misschance noch. Spider-Legs wären wahrscheinlich die beste Wahl, objektiv gesehen. Aber ich will jetzt einfach nur noch Tankiness decken. Umso mehr Tankiness, umso besser. Und jetzt mit dem Octa-Core fühle ich mich richtig wohl. Ich muss mir jetzt ja mal Schad durchlesen. Ja, dieser Schwächung ist, ey, wir holen das jetzt einfach. Das ist billig. Wer braucht Buyback, wenn er nicht stirbt? Bahnt sich gerade ein Kampf an. Die Willow ist schon tot. Ich habe leider gerade TP-Cooldown. Ich hole jetzt schnell noch Schad für irgendeinen komischen Schwächungseffekt. Und irgendwie tolleren Counter-Helix. Wird schon ganz viel machen. Minus Armor ist auch mega geil mit uns. To the enemy. 28. Schal mit Cunning Rate und Rüstungsmultiplikator mit Bettlanger. Ah, das mache ich jetzt mal nicht. Nicht, weil ich sterben könnte, aber sie sollen eigentlich nicht unbedingt wissen, wo ich bin. Glaube ich. Buy me Aghanims. Das wird lange dauern. Davor bald ich Buyback oder das Region hier. Maybe we wait, maybe someone goes here. Never mind. Ah, schon geholt. Ich will doch einfach nur tanken. Auch wenn wir noch, ich glaube jetzt nicht dran, ne? Aber auch wenn wir noch irgendwie das Spiel verlieren, ich will einfach nur tanky sein. Zu einfach. Ich gehe mal in alle rein, mein Team kommt schon. Oder auch nicht. Oh, Midnight Pass ist prozentual! Der Konter! Ich Idiot, hab nicht dran gedacht. Oh, ich lebe noch. Oh, scheiße, nicht gekrittet hat. Oh, no, I had it ready, sorry. Oh, ich hätte Blade Mail wieder. Fuck, ich hab's nicht gesehen. Das wäre noch besser gewesen. Ich hab's nicht gesehen, dass sie wieder ready ist, die Blade Mail. Vielleicht war sie es auch nicht, ich bin mir nicht sicher. Oh, stimmt, ey, Midnight Pulse ist ja die eine Sache, auf die ich achten muss. Prozentualer Schaden. Ah, steht hier nicht mehr. Ich glaube, das hat mir mit Abstand am meisten gemacht. Egal, ich meine, klar, ne, wenn man, ich habe, wie viele Spells habe ich da auf mich gezogen? Alle. Ach, scheiße. Midnight Pulse des Todes. Und am Ende, als ich noch 3 Leben hatte, hat der Seeker mich einfach eigentlich nicht tot bekommen. Hat noch ewig gedauert. Unser Item-Bild ist sowieso fertig. Also, ne, viel passiert da jetzt nicht mehr. Ich werde jetzt Buyback behalten. Was krass ist, wir haben ja auch nicht irgendwie diese Stacks, verlieren wir ja nicht oder so. Wir werden jetzt bis zum Ende des Spiels eine physische Damage-Reduzierung haben von 78%. Kombiniert mit über 5000 Leben. Und wir sind ja auch gefährlich, wir machen durchaus Damage und alles. Ich glaube, würde ich noch was kaufen, würde ich tatsächlich Aghanims kaufen, um es mal zu probieren. Reduziert auch die Abklingzeit, was gut ist. 3 Sekunden immerhin. Mit Octa-Core haben wir dann 5,3 oder so. Bettlanger auf alle und reduziert Rüstung zusätzlich. Schon nice. Gegner scheinen nochmal zu verteidigen. Travels wären auch super. Willow ist kurz davor zu sterben. Wir hatten da 3 tot. Wir haben die Mitte bekommen, immerhin das. Ich könnte jetzt oben farmen, ne, und ganz viel Gold nochmal holen. Oder ich gehe jetzt einfach nochmal rein. I will go in. Be ready. Oh, Buyback. Das ist nicht der Richtige. Ja, jetzt ist gleich der Blattseeker wieder am Leben. Das ist nix. Maybe Roche? Is it up?
Vor allem Overwhelming ist ja auch mit Stärke skaliert, oder? Der Damage, glaube ich. Uah, Fliegenangriff des Todes, mein Gott. Ja, hier 150% der Stärke. Ist auch ganz nice, wenn wir viel Stärke haben. Ich noch geiler mit einem Patch, ne? Infinite Potential. Wie viel brauche ich? 900. Ich behalte Buyback natürlich auch nur, bis ich was ganz Tolles kaufen kann und dann deshalb da nicht widerstehen kann. Ah, hier hätte ich mir meinen Shard abklamüsern können, aber... Hat PA Shard? Hat sie. Wird auch Shard. Monkey kannst du vielleicht nehmen. Ist aber nicht so geil. Oh, hui, fuck. Nichts rausbekommen. Alter! Zu tanky, wir sind einfach zu tanky. Ach so, das Stunt jetzt, das ist es. Das hat mich so abgefuckt. Weil er 25, über 25 ist. Ist da oben? Doch, nicht mehr. Scheiß Void Spirit, ey. Ja, mit Black Hole und so. Ich war auch gerade mega abgelenkt, sonst hätte ich da anders reagieren können. Aber ich fühle mich eben untötbar. Das stehe ich wie so ein Horst in dem Roshpit. Aber war auch verrückt, wie viele da von uns drin standen. Also ich sollte... Bei mir macht es schon noch Sinn. Ich tank den so ein bisschen. Nice. Oh, ich komme nicht durch. Können einfach beenden. Ich kann mich irgendwo hinstellen, ist egal. Alles, was nicht Fountain ist, tank ich sowieso. Also, das Spiel ist vorbei. Hat sich ja auch schon länger angekündigt. Ist auch ehrlich gesagt schon eine Weile vorbei. Ich hatte noch großen Spaß. Oh, ich nehme gar keinen Damage. Also nicht viel. Es summiert sich auf. Also so tanky heutzutage noch gegen eine Fountain zu sein, ist völlig lächerlich. Und gleich nochmal der CK. Und ein Buyback von der Enigma. Oh nein, mein Dagger war abgebrochen. Scheiße. Oh, das wäre so ein wunderbarer Kill gewesen. Hätte ganz viel Spaß gemacht. Oh, schade. Was eine Runde. Ey, was ist denn mit X los? Ich habe den letzte Mal gespielt, da hatte der doch keine Rüstung durch Culling Blade. Was ist denn mit X los? Ab so einem gewissen Punkt. Und ich bin echt einfach auch nur reingerannt, ne? So völlig bescheuert, um das auch auszureizen durchaus. Ist es eigentlich nicht mehr möglich, einem beizukommen. Vielleicht mit etwas anderen Helden bei den Gegnern. Cooles Team gehabt, der Shaker. Das fand ich ziemlich gut gespielt. Ich glaube, mit habe ich schon mal gespielt. Vielleicht sogar in einem Game, vielleicht bin ich sicher. Aber ja. War ganz nice. Calculus. Mit dem oder gegen den habe ich auch schon mal gespielt. Erst neulich. Ronin. Die beiden kenne ich auf jeden Fall. Der hier, der war auch nervig. Der Void Spirit irgendein Smurf. Der hat ganz gut gespielt, fand ich. Und irgendwie waren wir der krasseste. Wir hatten sogar mehr Geld als die PA. Meistens im ganzen Spiel hatten wir das meiste Vermögen. Warte mal, ich war nicht MVP? Ist ja eine Frechheit. Ja, bodenlose Frechheit in dem Spiel, wie ich finde. Wie viel Schaden habe ich genommen? 115.000. Und ich habe 50% reduziert. Ich habe den meisten Schaden mit Abstand gemacht. Ich habe den meisten Schaden getankt. Ich habe ja auch durchaus ein bisschen disabled, initiated und so. Wir hatten das meiste XPM. Wir hatten knapp das meiste GPM. Wir hatten von allem das meiste. Wir waren die coolsten. Ja. Das war unser Game. Also in meinem Buch bin ich MVP, denn ich bin krass. Ich fand, wenn man wirklich sagen müsste, würde ich vielleicht sagen, auch der Shaker, der hat auch ein paar nice Sachen gemacht. Die Divine Rapier, Dark Willow, ist knapp dahinter für mich. Oh, und das hat großen Spaß gemacht. Das war wirklich ein sehr, sehr, sehr illustres Dota-Spiel. Also ich hatte hier meine Freude. Man kann auch mal ein wenig das angucken. Benutzt nicht gay als negatives Wort, Leute. Sehr unnötig, braucht man nicht. Ja. Da gibt es andere Alternativen, die man verwenden kann. Zum Beispiel Pussy. Nein, das war ein Spaß. Auch das bitte nicht. Das ist auch bescheuert. Oh ja, es ist immer diese Mixtur, ne? Irgendwelche Immortals, irgendwelche Smurfs, irgendwelche dazwischen. Man weiß immer nicht, was man wo bekommt. Aber immerhin gibt es
manchmal noch echt coole Spiele wie dieses hier gerade. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Hauen Sie rin, Doppelkinn. PC-Event Potato. Tschüss.